Guten Morgen, NASDAQ steht heute auf der Uhr. US-Dollar, Schweizer Franken ebenso wie Australdollar, US-Dollar. Die Themen für den heutigen Morgen sozusagen grob abgesteckt. Und natürlich an dieser Stelle auch meine Einladung an all diejenigen, die hier morgen sich die Zeit nehmen und um live zuzuschauen, um den eigenen Handelstag vorzubereiten. Fragen sind hier herzlich willkommen. Bitte rein in die Chats auf Facebook und auch auf Zoom. Und ich würde mich freuen, hier mal Thumbs Up. Kurze Info, ob Ton und Bild hier passen auf Zoom und Facebook. Da würde ich mich riesig über freuen, das checkt die Lage und wir gehen weiter mit den Themen, die wir heute auf der Uhr mit haben. Zuvor wie immer der wichtige Risikohinweis: ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Haben wir besprochen, gehen wir in die Nachrichten. Nachricht Nummer 1: heute das Bild in Schick am Freitag ist der Michael Vogt bei uns in der Sendung zu Gast. Traders Talk am Freitag. Die vier schlimmsten Psycho-Fallen. Das Ganze, wie immer, nach der Marktbesprechung um 9 Uhr. Das wird eine feine Geschichte. Ich freue mich sehr, hier wieder eine ja, gute Trader-Persönlichkeit, eine sehr bekannte aus Deutschland, mit in der Sendung zu haben. Das Ganze exklusiv bei Tickmill, ihrem Broker für den FX-Bereich, für... Die Rohstoffe und auch Indizes zu Top-Konditionen. Das sucht seinesgleichen. Haben wir ja gesehen im Video vorab. Ansonsten die nächste Seite mit den Nachrichten für den heutigen Tag. Schlechte Nachrichten äh, vom GFK Konsumklimaindex. Der lag unter den Erwartungen. Viel ist schon nicht erwartet worden. Letzten Monat hat man minus 1,7. Gut, jetzt haben wir minus 1,6, ist ein Hauch von Besserung. Minus 1% sind hier erwartet äh, worden. Naja, <laughs> kommt, schiebt wir das mal beiseite. Das Konsumklima ist hier nicht gerade der Knaller. Wir kriegen um 9.30 Uhr den Einkaufsmanagerindex. index verarbeitende Gewerbe, das ist wohl ein wichtiger Fakt, der durchaus auch Einfluss auf die Entwicklung im DAX haben kann. Wobei das auch Zahlen für den September sind, also Rück. Gewährte. Ähm, aber es ist schon immer mal wichtig, diese Zahlen entsprechend auch zu sehen. Gleiches bekommen wir dann aus der Eurozone äh, und auch aus Großbritannien. In Großbritannien und der Eurozone dann 10 Uhr bzw. sukzessive 10.30 Uhr. 13.50 Uhr bekommen wir von der Bank of Japan den Begleittext äh, der geldpolitischen. Szene, die wir hier momentan haben, da hatten wir ja die Sitzung der Notenbank gehabt, also all diese Dinge kommen heute, das ist für den Yen auch eine wichtige Geschichte. Und aus den USA dann am Nachmittag ebenfalls Einkaufsmanager, Indizes, dann eine Rede von ähm, FED-Vorsitzenden Paul, beziehungsweise er nimmt wieder mal Stellung und am Abend gibt es dann, am Abend, am Abend bei uns in Deutschland, in den USA ist das natürlich noch der Nachmittag. 16.30 Uhr kriegen wir, wie jede Woche Mittwoch, wenn keine Feiertage dazwischen liegen, die Lagerbestände. Das ist auch etwas, wo wir durchaus mal drauf schauen möchten oder sollten. Ich blicke mir gleich nochmal ganz kurz die Zahlen von gestern an. Kurzen Augenblick. Gestern kam ja API. API, was haben wir gehabt? Wir hatten eine Erwartung von einem Rückgang von minus 4 Millionen Barrel. Letzten Monat, nein, letzte Woche waren es minus 9,5 der Rückgang. Aktuell haben wir einen Zuwachs von 0,69. Leute, das ist ein Plus. Mal gucken, was der WTI draus macht. Ist ja gerade wieder etwas abwärts gerichtet. Das hätten wir zu den Nachrichten. Bitte auch auf die eigenen Trades schauen bei anderen Währungen. Macht es natürlich Sinn, hier auch hinzuschauen. Gerade Öl beispielsweise, da sage ich immer wieder, die Petro-Währung, wie zum Beispiel der Canned-Dollar, kann da durchaus von beeinflusst werden. Das dazu und damit würde ich sagen, schalten wir direkt rein in äh, den, ja, Stereo-Trader hier, macht das Bild eben mal noch groß. Keine Sorge, Euro gucken wir uns jetzt nicht direkt an. Ähm, obwohl hier eine schöne Situation ist, diese Schulterkopf-Schulter -Schulter mit der Nackenlinie unten rausgenommen. Das kann Potenzial zur Unterseite geben. Wenn wir die Luft haben, analysiere ich das Ganze heute. Ansonsten nehme ich es definitiv für morgen auch mit rein. Ähm, weil ich würde heute schon gerne noch ein bisschen auf die Indizes mit gucken. Nastic habe ich ja angekündigt. Den DAX würde ich auch gerne noch mal reinnehmen. Ähm, und das äh, die ein oder andere Frage haben wir hier auch noch schon bekommen zum Beispiel entsprechend zum Silberpreis also da ist die Sendung wieder voll wenn ich es nicht schaffe mache ich Euro morgen in aller Ruhe weil da ist nach unten jetzt nach dieser ähm, gerissenen Nackenlinie einiges an Potenzial da auch für den längerfristigen Bereich das wird spannend das gibt wahrscheinlich eine Sonderanalyse gucken wir uns dann entsprechend an also gehen wir rein in die Indizes wir starten hier durch mit dem Mega Bullen dem Nasdaq. So, wartet, ich lösche mal kurz raus hier. Zuerst einmal das große Bild. Ich raff's einfach mal kurz ein bisschen zusammen. Was sehen wir? Wir sehen einen gigantisch laufenden Aufwärtsmarkt, der im März angefangen hat äh, unten in der Region unter 6.700 Punkten. Ich glaube, hier unten war mal im Tief sogar deutlich weiter unten. Wo haben wir es hier gehabt? Lass mich mal kurz nachschauen. Das war im Low gewesen äh, bei 6.643 Zählern und im Hoch oben. Wir sehen es anmarkiert 12.465. Was für eine Rallye! Jetzt kommt der Rückzug. Mittlerweile verortet in einem Abwärtstrend. Die Marke von 11.000 Punkten ist gefallen. Und Leute, das ist jetzt mal eine wichtige Geschichte, eine wichtige Story, wenn wir uns das mal anschauen wollen. Kurz hier, schaut euch das Ganze mal an. Hier, aufwärtstrend, ist hier gekennzeichnet. Auch die wichtigen Marker sind drinnen. Hier, dieser letzte Drehbereich. Hier ist alles nach unten rausgenommen worden. Und ein wichtiger Fakt, den wir hier äh, entsprechend nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache. Dass wir jetzt schon einen Abwärtstrend haben. Ja? Das heißt nicht, dass wir jetzt direkt wieder nach oben durchstarten. Puh, das ist, würde mich nicht überraschen, wenn das beim NASDAQ auch passiert. Das haben wir oft genug gesehen. Aber das ist nun mal, kann man nicht wegdiskutieren. Ein Abwärtstrend. Und was man nicht wegdiskutieren kann, ist halt einfach da. Das heißt. Erst einmal die Grundrichtung übergeordnet ist jetzt abwärts gerichtet. Und solange wir diesen Trend intakt haben, ist dieser Trend halt einfach richtungsgebend. Das sollte man immer bei der Abwägung von Trades mit äh, beurteilen. Das heißt, man kann in dieser Zeit sowohl Long als auch Short traden. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wir haben auf der Oberseite fürs kurzfristig auch ein paar schöne Anlaufpunkte. Ja? Alles gut. Man muss einfach nur wissen, wo der große, schnelle Zug hinfährt. Und der fährt momentan eher nach unten, obwohl er. Zwischendurch auch immer mal hält. Oder aber auch, wenn wir dann wieder hier oben stehen, beim Zwischenhoch 11.565 Punkte. Wenn er da drüber fliegt, nimmt er halt gleich den Aufwärtstrend wieder raus. Also, das kann alles passieren. Das sind die Chancen, die da sind. ja Wir haben also die Chancen nach oben als auch nach unten. Und das ist halt der charmante Blick hier in den Tageschart. Der gibt uns die Optionen. Die kleinere Einheit, wir wissen hier, wir schauen da ja immer gerne rein, gibt uns so ein bisschen die Feinjustierung vor. Das ist also wie beim Autofahren das Popometer. Und da schauen wir auch gleich mal rein. Zuvor allerdings noch auf der Unterseite. Wie schon gesagt, abwärts gerichtet, habe ich gesagt. Kurzfristig geht es hoch. Hier kam unten das Umkehrsignal. Aber das Umkehrsignal hat halt auch einen kleinen Nebengeschmack, einen Beigeschmack. Denn wir sind nicht wie beim letzten Male bei den 11.000 Punkten kurz dran gelaufen und dann direkt wieder drüber so wie hier auch rangelaufen, dann direkt wieder drüber. Nein Leute, wir sind hier drunter gelaufen, drunter gelaufen, weiter drunter gelaufen und dann erst sind wir zurückgekehrt. Das ist ein bisschen was anderes. Gut dafür mag es Gründe geben, die eruiere ich hier nicht. Das ist mir als Trader nicht ganz so wichtig, für alles einen Grund zu suchen. Aber es ist halt einfach eine andere Geschichte. Wir sind hier deutlich tiefer gelaufen. Und das zeigt uns halt einfach, dass die, die Käufer, das Kaufinteresse hier an dieser Punktemarke von 11.000 deutlich, deutlich anders ist, als wir das hier drüben gesehen haben. Ne? Da gab es eine Änderung. Inwiefern die sich mittelfristig auswirkt, wird die Zukunft zeigen. Aber wir sehen, die Unterseite ist halt da. Eist also auch jetzt mit Blick in den Tageschart, wenn wir hier tatsächlich eine Fortsetzung der Abwärtsdynamik bekommen. Erster Anlaufpunkt wäre mal das Zwischentief hier bei 10.675 Zählern und dann ein Auffangbereich hier unten, der größere bei 10.300, das wäre mal diese Marke hier drüben und zuvor im kleineren Bereich hier noch von diesem letzten Aufwärtsschub hier oben das Level um die 10.520 Punkte Marke. Das sind die Zähler, die wir hier momentan im Tageschart sehen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal untergeordnet an. Ich hoffe, meine Marke kriege ich jetzt noch rein. Ha, sehr schön. Ist ein Träumchen, läuft doch. Also, passt mal auf. Wir sehen es hier ganz klar. Das ist das, was ich im Tagesschat auch gerade auch avisiert hatte. Das Thema mit dem Ablauf nach unten. Ich raff's mal eben kurz zusammen und schaut euch das mal an hier an dieser Stelle. Der Markt trendet hier nach unten, ja. Das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Und wir sehen halt hier auch dieses sehr, sehr hohe Schwunglevel, ja. Wir sehen es halt wirklich auch hier in der kleineren Zeiteinheit. Erst wenn wir hier oben über die 11.565 rausgehen, ja, ist dieses Mehrfach-Top da oben vom Tisch genommen. Erst hier oben, ja. Nicht schon hier unten. Das heißt, hier unten müssen wir das Ganze etwas anders eingliedern. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist einfach nur, sage ich mal, die Korrektur des Ganzen so und das schauen wir uns jetzt trotzdem an, weil die Korrektur gibt uns ja trotz alledem gewisse Handlungschancen. Ja, heißt also hier, wenn wir uns das Bild mal anschauen wollen, auch das geziehe ich einfach mal wieder. Wir haben natürlich hier im größeren Bild, wartet mal, da muss ich mal kurz das etwas dicker machen. Ich zeige einfach mal ganz kurz das größere Bild noch mal ein. Also das sind die Marker die wir hier sozusagen haben. Das ist der Lauf, der hier runterkommt, das Trendige, was sich hier bezieht. Also das ist das, was hier nach unten ging. So, ich ziehe mal diese Linie kurz ein Stückchen rüber. So, Das nächste, was wir hier an dieser Stelle sehen und auch beachten sollten, ist einfach dieser Ablauf hier nach unten hin. Also da sehen wir hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und nochmal eine Bewegung. Was ist das? Das ist der Bewegungsarm des letzten größeren Schubs nach unten. Und dieser Bewegungsarm, der wird gerade korrigiert. Und zwar hier sehen wir Trendbruch. Und hier geht es nach oben. Hier schlängelt sich der Markt so Stück für Stück nach oben. Hand angehalten hier bei 11.185 Zählern. Hier, wo wir auch dieses kleine ähm, Zwischentop gehabt haben. Wenn er das rausnimmt, riecht das förmlich nach einer schönen Korrekturausweitung. Erste Mal in Richtung hier dieses Mehrfachtops bei 11.565 Zählern. Zwischenanlaufmarker haben wir auch. Sehr schönes Level hier oben, als der Markt rumgedreht hat. Dieser Punkt da oben, das hier quasi. Das ist das interessante Level hier, weil das ist der Wendepunkt hier oben. Hier oben an dieser Stelle ist der Markt quasi vom Abprall nach unten gedreht, hat förmlich dann quasi diesen Bewegungstrend nach oben oder diesen. Trend, den wir hier genommen haben, rausgenommen, und das war das Wendelevel. Das ist die Marke von 11.400 Punkte, auch psychologisch nicht unwichtig. Das heißt, die Potenziale zur Oberseite, wenn wir hier drüber laufen und diesen Trend fortsetzen, nächste Halt 11.400, danach erst einmal das Mehrfachtop bei 11.565 Zählern. Das ist das, was wir für die korrektive Phase hier im Nasdaq durchaus sehen. Ja? Und alles andere, das das wird dann die Zukunft zeigen, wo wir ranlaufen. Wenn wir runterlaufen sollten, direkt wieder rumdrehen, dann sehen wir hier auch schon, wenn wir das Ganze mal kurz im Stundenchart anblicken, wir haben auch unten ein paar Marker liegen. Wartet mal, da ziehe ich auch gleich hier nochmal was ran. Also, wenn wir rumdrehen, heißt das hier an dieser Stelle. Da unten, erster Anlaufpunkt, das kleine Zwischen T4 bei um die 11.092 Zähler. Zweiter Anlaufpunkt hier unten diese Marke bei 11.937 und dann der kleine Lupfer unten drinne bei 11.915. Hier sieht man es auch, wenn man es mal schön mit ranzieht. Diese Marke haben wir da. Das sind die Zwischenlos der aktuellen aufwärtstrendigen Bewegung hier im Stundenchart. Und das sind die Marker, die wir dann haben aus aktueller Sicht planbare Anlaufpunkte zur Unterseite. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz zusammenraffen hier sorry dafür da wird das bild ein bisschen kleiner wir sehen es wenn wir von hier oben wieder runterkommen Schön der Weg nach unten. Erst einmal das, ein schönes chance risiko wenn der Trend der Übergeordnete wieder aufgenommen wird. Und wie schon gesagt, wenn es dann nach unten läuft, wie ich es gerade im Tageschart auch gezeigt habe, wir haben hier noch ein paar Anlaufmarker unten drin liegen. Hier einmal dieser Punkt um die, äh, sage ich mal, 10.675 bis 10.700 Punkte-Marke. Dann hier unten im Stundentrend dieses Mehrfachtopf bei äh, 10.520 Zähler. Und dann haben wir schon den größeren Support bei 10.300. Das die Marker für eine weitere Ausweitung der Abgaben zur Unterseite hin. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist dann eher das mittelfristige. Für das kurzfristige, die Marke haben wir hier im Stundenchart auch schön mit angelupft. Das wäre es zum Nasdaq gewesen. Wir schauen jetzt in die Währungen rein. Und wie schon gesagt, Fragen bitte gerne rein hier an dieser Stelle. Äh, dazu sind wir hier auch mit da. Wir schauen jetzt auf das Währungspaar. US-Dollar, Schweizer-Franken. Geist, das wird lustig hier. <laughs> In diesem Sinne. Leute, guckt euch mal an, was hier passiert. Wir haben den US-Dollar-Schweizer-Franken ja schon einige Male auf der Uhr gehabt. Zuletzt immer wieder schön, auch auf der Shortseite. Der Ritt, ich muss mal ganz kurz den Monatschart aufmachen hier an dieser Stelle. Äh, der Ritt von oben nach unten, hier die große, große Range, die man im Monatschart sogar schön sieht, zwischen 1,22 oben und ja 0,91 unten in etwa, ist unten rausgenommen, schön unten reingelaufen. Wir haben auch noch weiteres Potenzial zur Unterseite. Aber momentan spielt der Markt hier ganz was anderes, denn der Dollar wird plötzlich wieder stärker. Wir sehen das auch bei anderen Währungen. Ne? Wir sehen das nachher auch gleich beim Aussie-Dollar. Wir haben es vorhin kurz beim Euro gesehen. Der US-Dollar springt oben drüber. Ich hatte vor ein paar Tagen mit äh, den, äh, dem Chart vom US-Dollar hier mal gearbeitet, wo ich gesagt habe, da haben wir durchaus jetzt eine hohe Flagge die für einen Ausbruch des US-Dollar nach oben laufen oder bieten könnte. Und genau das ist passiert. Und das sehen wir hier bei den Währungen. Das heißt, das ist der Grund, weshalb ich hier auch immer mal die Futures mit reinnehme, um einfach zu schauen, was passiert denn mit einem der Paare in den. Gekoppelten Währungspaare. Ne? Und wenn einer dieser Paare stärker wird und man plötzlich bei allen Währungen, die dort drin zusammenhängen, die gleichen, äh, sag ich mal, Reaktionen sieht, dann weiß man, was da los ist. Und dann kann man das im Trading deutlich besser einschätzen. Deswegen hier und heute jetzt der Blick in US-Dollar, Schweizer Franken. Und wir sehen es, der Dollar ist schwerer geworden. Das heißt, der Schweizer Franken geht hier am Rande nach oben hin. Warum? Weil man einfach, wenn der US-Dollar mehr wert wird, mehr wert wird, bekommt man sozusagen mehr Schweizer Franken für den US-Dollar und deswegen steigen die Kurse an. Das das große gesamte Bild. Jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal auf Tagesbasis an, weil da ist was sehr sehr Interessantes gerade hier am laufen und zwar ähm, und zwar die Situation. Kurzen Augenblick. Das muss ich mal hier reinlegen. Oder wartet mal. Kriege ich das hier gelupft? Ja schön. Schaut euch mal hier dieses Level an, diese Marke von 91,86 in etwa. Hier, top abverkauft, top abverkauft. Jetzt, hui, kein Top, es wird gekauft. Das ist schön zu sehen. Und was wir auch schön sehen, ist die Tatsache, dass wir hier jetzt nach oben trenden. Ne? schaut's, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Aufwärtstrend vorhanden. Anlaufpunkte sehen wir im Chart natürlich auch wieder einige da liegen. Und zwar erst einmal hier oben dieses Verkaufslevel hier oben, also dieses Bruchlevel zwischen ähm, ja, 0,93,6 äh, und 0,93,9 hier oben in diesem Schwungbereich. Durchaus ein interessanter Anlaufbereich. Nächstes Level hier oben. Dieser Schwungbereich, ungefähr die Marke von 0,953. Ja, das kann man auch noch ein bisschen hier drüber äh, mit reinnehmen. Also dieses Level hier oben hat durchaus diverse relevante Anlaufpunkte. Und als nächstes dann wieder auch ein Schwunglevel, ein altes Umkehrlevel hier oben. Da gab es ja eine Menge äh, dort oben um die 0,96. Das sind mal ein paar gute Anlaufmarker, die wir von hier aus jetzt durchaus auf der Uhr haben können. Und gerade für das kurzfristige Trading ist es gerade hochinteressant, wenn wir die Stärke hier weiterbekommen, erst einmal hier reinzulaufen da ist viel viel platz zur oberseite hin und das ganze von der klassischen reinen entwicklung das schauen wir uns jetzt mal noch im stundentrend an weil wir haben hier schöne schöne anlaufpunkte die wir haben und wenn ich das ganze mal kurz einzeichnen darf hier unten war sozusagen das support level um die Marke von 0,94, ähm, knapp äh, 0,90, knapp 5. Hier an dieser Stelle, das mache ich mal eben grün. Das war das erste Zwischentief für den jetzt laufenden Aufwärtstrend. Ähm, und das ist ja das Interessante. Da haben wir jetzt die Konstellation. Der Tag läuft hoch. Gut, wir haben jetzt hier auch eine schöne Bewegung nach oben. Da muss man auch mal überlegen, kommt denn irgendwann eine Korrektur? Ich gehe mal ganz kurz hier in den 4-Stunden-Trend rein. Für den einen oder anderen läuft der Chart dann ein bisschen was ruhiger. Und hier sehen wir es halt auch. Wartet mal, ich. Ich mache ich gleich mal noch das Trenderkennungstool mit rein. Hier MTON Live. Einfach draufklicken und dann reinlegen in den Chart. Da sehen wir das auch relativ gut mit angezeigt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Jawohl. Also hier, schaut es euch an. Das ist mal der Schwung nach oben. Das ist jetzt die Richtung, die hier fortgegeben wird. Also der Bewegungstrend entsprechend. Und wenn wir uns das mal im Kleinen anschauen. Dann sehen wir hier schön die Bewegung, die Korrekturen, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Es läuft schön nach oben. Jetzt wäre es natürlich sehr, sehr interessant, wenn der Markt sich über diesem ehemaligen Widerstandslevel hält. Das wäre ein schönes Stärkezeichen. Und das würde dann dazu führen, dass man irgendwann, wenn man hier oben drüber läuft, über diese Marke hier, also über diesen Punkt da oben, über das Zwischenhoch, bei 0,92, ja ein paar 20. Dass wir dort dann die Trendfortsetzung bekommen und dann deutlich weiter nach oben mitlaufen können. Das ist das Charmante an dieser Stelle. Jetzt müssen wir einfach kurzfristig nur schauen, wo es hinläuft. Läuft es erstmal ein bisschen in die Korrektur, dann wäre es erstmal wichtig zu wissen, was passiert hier unten um die äh, 0,91,9 bis 0,92. Kriegen wir hier gleich wieder Stärke rein? Das wäre sehr, sehr vorteilhaft. Pendelt der Markt so ein bisschen um diese Linie, haben wir hier unten noch ein Auffanglevel und zwar hier dieses Ausbruchsniveau um die 0,91,7. Das sind die Marker, die wir erst einmal für die Oberseite haben. Wenn es in die tiefe Korrektur reingeht, ja, das wäre dann die Situation, wo ich sage: gut, das wäre für den ersten Ausbruch nach oben nicht ganz so nett. Dann geht nämlich die Stärke raus. Äh, und wenn die Stärke rausgeht, haben wir das nächste Anlauflevel hier unten mal diesen Drehbereich. Da haben wir das Zwischentief hier, die Marke von ungefähr 0,91,35. Das wäre dann aber nicht ganz so schick. Rein von der Stärke her, wenn hier oben gleich wieder so weit auch abverkauft wird. Das wäre schöner zu sehen, wenn es drüber bleibt. Aber wir müssen diese Level ja natürlich auch mit reinnehmen, denn wenn wir hier oben eine Umkehr bekommen, ist es natürlich für die kurzfristigen Trader hochinteressant zu schauen, was passiert denn hier beispielsweise im 5-Minuten-Chart. Und im 5-Minuten-Chart, da sehen wir jetzt natürlich den Aufwärtslauf hier, ähm, was wir in der Stunde gesehen haben. Und wir sehen halt auch, wenn wir unter dieses Level hier unten drunter laufen, ich skizziere das mal ganz kurz mit dem anderen Zeichentool, also wenn wir sozusagen hier unter diesem Bereich drunter fallen, das ist diese Marke, dann haben wir natürlich erst einmal wieder die Abwärtsrichtung da und dann sehen wir hier schon, wo es relativ schnell langläuft. Und das kann man dann als kurzfristiger Trader durchaus für die Shortseite auch mit nutzen. Auch für die Zielplanung, da haben wir ja schon einiges mit am Laufen. Das hier ist zu eng für eine Zielplanung. Wo will man da denn hin? Ne? Weil das Einstiegslevel für die Shortseite ist ja erstmal irgendwo hier in diesem Bereich, hier zwischen dem Hoch und jetzt. Und wenn es da nach unten abprallt, dann haben wir die die Chance erst einmal hier in den Ausbruchsbereich zu laufen, beziehungsweise dann ein Stück weit drunter die Anleihe auf Marken hier im kleinen Bereich mit Blick in das Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken. Und dann schauen wir jetzt noch in den Aussie-Dollar, also das Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar. Ja, der sieht, Logischerweise ein bisschen anders aus als das US-Dollar, also als das US Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken, ähm, weil die Konstellation hier umgekehrt ist. Da steht der Dollar hinten und wenn der Dollar sozusagen hinten stärker wird, dann fällt die Währung hier nach unten ab. Also dann geht das Ganze abwärts und das ist jetzt hier im Austral-Dollar, US-Dollar eine sehr, sehr interessante Situation, in der wir stehen. Wir stehen nämlich genau unten, wir sehen es hier am Auffanglevel. Am letzten Support da unten um die Marke von äh, 0,71,4. Ne? Diesen Bereich testen wir gerade an. Wird der abverkauft? Haben wir mit Blick in den Tageschart erst einmal den nächsten Schwungbereich hier unten, als wir hier den Aufwärtstrend fortgesetzt haben? Den haben wir bei 0,70,5 liegen. Das wäre zunächst mal der Anlaufpunkt zur Unterseite. Und das ist jetzt das Interessante in dieser Verordnung für das kurzfristige Trading, weil wir haben hier sozusagen den Abwärtstrend jetzt schon wieder da. Das heißt, auf Tagesbasis haben wir jetzt erstmal einen Gegentrend nach unten gemacht. Ähm, der ist faktisch nicht weg zu diskutieren, auch hier nicht. Und das ist jetzt der Richtungsgeber. Man sieht, das ganze Teil steht auch in einer ordentlichen Bewegung und diese Bewegung können ja immer schön korrigieren. Heißt also. Wird dieses Level abverkauft, haben wir den nächsten kurzfristigen Anlaufpunkt hier unten bei 0705. Bekommen wir aber einen Bounce nach oben hin, also eine korrektive Einleitung, dann haben wir schnell ein paar Anlaufpunkte hier für die Oberseite. Ohne den Aufwärtstrend zu äh, Abwärtstrend kaputt zu machen, gibt es die Korrektur. Und das schauen wir uns jetzt eben mal in der Stunde an, weil das ist hier das sehr, sehr interessante Level, was wir haben und wir sehen, wie schön die Stunde hier nach unten trendet. Warte, ich zeige es euch mal kurz rein. Hier. Das ist jetzt der letzte Abwärtsarm. Ne? Und wenn wir uns das mal im kleineren Bild anschauen, dann sehen wir halt auch schön den Abverkauf nach unten hin. Also hier der letzte Schub. Schaut mal hier. Das Ganze springt immer sehr, sehr schön hin und her an dieser Stelle. Hier auch eine schöne, eine schöne Korrektur gehabt. Jetzt wieder nach unten. Und das ist jetzt genau der Support, um den wir gerade drehen. Und hier kommt es drauf an, was passiert. Schwäche mit Abverkauf, da müssen wir uns ganz flott zur Unterseite hin orientieren, weil da haben wir schöne Level nach unten hin. Also, das heißt, wenn wir hier in diesem Arm, in diesem letzten Trendverlauf drinnen bleiben, wir von mir aus noch ein Stück höher korrigieren und dann nach unten umdrehen, das wären dann die interessanten Level, diese Marker. Und die Linien, die jetzt hier interessant sind, die möchte ich auch mal ganz kurz einzeichnen. Also, hier auf alle Fälle mal zur Oberseite hin die Zwischenhochs, aber die erste entscheidende Marke wird sein, was macht der Markt denn hier um die 1 äh, um die 0,7155. Das war nämlich das letzte Trendfortsetzungslevel auf diesen kleinen letzten Schub, den wir hier unten hatten und wenn wir dort plötzlich stärker reinbekommen, dann können wir davon ausgehen, dass die Korrektur ein bisschen höher läuft und dann kommen plötzlich auch wieder die Korrektur hoch ins Spiel. Das heißt als nächstes dann hier die 0,7177 beziehungsweise hier oben dieses Mehrfachtop, was wir hier gehabt haben um die 0,7235. Das sind die Marker, die wir dann kurzfristig erstmal mit drinnen haben. Was wir nicht vergessen dürfen, ist dieser Bereich hier, dieser Umschwungbereich hier. War es ein Support? Jetzt wurde abverkauft. Dieses Level um die Marke von, klemme ich auch noch ein Preisschildchen dran hier unten. Das Level um die 0,71. 70, 92 rum, das ist auch noch ein Level. Aber da müssen wir zunächst erstmal die Entscheidung bekommen, was der Markt hier will. Nimmt er diesen Trend überhaupt raus? Ja? Geht er über das letzte Verkaufslevel drüber? Nimmt er dieses Zwischenhoch raus? Dann können wir uns schön nach oben orientieren. Und erste Indikationen gibt es halt bereits hier oben an dieser Seite. Wenn allerdings Schwäche reinkommt, dann müssen wir uns schnell nach unten orientieren. Dann eher die Short-Szenarien, weil dann geht dieser Abwärtsschub nach unten im Verlauf entsprechend weiter. Ich muss jetzt bloß mal kurz in die vier Stunden umschalten, damit wir hier die Historie sehen. Und dann können wir sagen, wo geht es denn zur Unterseite hin? Und wenn wir uns das mal anzeigen lassen wollen, schaut mal hier, da haben wir im vier Stunden-Chart das nächste Level hier an diesem kleinen Zwischentief um die 0,71,95 bzw. dann noch etwas tiefer vor dem nächsten Support-Level die Marke von 070, 76 hier in etwa. Das sind die Anlaufpunkte, die wir dann hier unten haben, wenn wir sozusagen, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart, wenn wir sozusagen hier unter die Tiefs weiterlaufen und die Bereiche unten mit reinnehmen wollen. Das ist der Blick in den Australdollar. So, gut, dann gucke ich mal noch in die Fragen rein. Auf Facebook gibt es heute Morgen keine Fragen. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal auf den Silberpreis. Hier wird die Frage gestellt, wie wird Silber eingeschätzt? Kommt es auf 21 zurück? schauen wir uns Silber mal an wir gucken mal auf Silber auf die Chancen ähm, die wir im Silber die Trading Chancen haben aktueller Preis wir sehen es hier momentan 23.33 das ist jetzt mal der Tageschart und wir hatten Silber ja schon mal besprochen hier ähm, mit dem Dreieck oben mit den diversen Dreiecken da hatten wir die äh, die Ideen auch schon besprochen und wir sehen was hier passiert ist dieses Dreieck ist zur Unterseite verlassen worden und wenn wir den Tageschart mal ein bisschen zusammenraffen sehen wir auch dass dass wir hier jetzt definitiv in eine Ausweitung ähm, der Gegenbewegung zu diesem starken Kursanstieg hier oben laufen. Und was wir hier definitiv momentan sehen, ist, dass mit dem Bruch der 24-Dollar-Marke aus rein charttechnischer Sicht auf alle Fälle mal die Wahrscheinlichkeiten deutlich angestiegen sind, dass wir hier das nächste Level, die 21-US-Dollar-Marke, äh, mit angehen. Ich schalte mal kurz um in den, äh, in den Wochenchart. Moment, da muss ich glaube ich sogar in den Monatschart schauen, um mal zu sehen hier. Im Monatschart sieht man es. Ich hoffe, äh, man kann es über den Stream gut sehen. Dieses Level hier, ähm, was wir haben bei 24, das war hier inzwischen hoch an dieser Seite. Das war dann Support geworden, ist jetzt wieder der Abverkauf. Und die 21, das ist ein deutlich größeres Level in diesem Bereich hier. Da hat der Markt hier drüben deutlich länger gebraucht, bis er sich entschieden hat, endlich nach unten zu gehen. Und dann ist hier so eine ganz lange Seitwärtsphase entstanden. Und die 21 war die Oberkante. Das heißt, hier kam sehr, sehr viel Kaufdruck in den Markt auch rein. Das hat schon ein bisschen eher angefangen. Weit, weit eher, wenn man das mal so sieht. Äh, unten bei 14,30. Aber nichtsdestotrotz, diese Marke hier oben ist wichtig. Und wenn wir uns das Ganze mal auf Monatsbasis anschauen, dann sehen wir auch, was hier los ist. Das heißt, in diesem laufenden Monat haben wir die komplette Vormonatskerze abverkauft und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Und damit bekommt natürlich die Marke von 21 Dollar eine deutliche Relevanz. Das heißt, an dieser Stelle ist es ganz klar zu sehen, hier der Abverkauf ist da. Wenn der Abverkauf entsprechend weitergeht, haben wir auch kurzfristig noch einen Anlaufpunkt drinnen liegen. Und zwar schaut man hier unten dieses Level hier, dieses kleine Schwunglevel hier drüben um die Marke von 22, 25. Das wäre mal ein erster Anlaufpunkt hier auf der Tagesbasis. Und danach kommt schon der Weg hier unten rein in die 21 in diesem Umkehrbereich bzw. Ausbruchsbereich aus sozusagen der langen Seitwärtsphase. Und das sind die Marke, die wir durchaus haben. Also die Frage um die Frage. Auf zu beantworten, kommt auf der 21 zurück. Das weiß natürlich keiner. Die Wahrscheinlichkeiten dafür stehen momentan allerdings eher gut ähm, als schlecht. Ja? Weil der Markt halt einfach so stark abverkauft, das hängt auch ein bisschen mit dem Dollar zusammen. Ähm, das spreche ich morgen mal ganz kurz ab. Ich glaube, morgen sollten wir uns wirklich mal die Zeit nehmen, ähm, um den Dollar ein bisschen ins Visier zu nehmen. Das heißt... Ich blicke heute in meine Handelsvorbereitung mal oder beziehungsweise im laufenden Handelstage mal ein paar Euro äh, bzw. ein paar Dollar-Dinge äh, durch, die dann interessant werden könnte. Und das besprechen wir dann morgen mal in aller Ruhe. Mit Sicherheit auch mit dem ein oder anderen Handelssetup. Ich möchte aber Silber jetzt noch nicht in Ruhe lassen, sondern ich möchte bei Silber einfach mal kurz auf den Lauf gehen hier. Und deswegen gehen wir in den Stundenchart mal rein und hier sehen wir halt die extreme Schwäche, die hier da ist. Ne? Wir sind hier nach oben rein. Das war das ganze Dreieck und wir sehen, der Markt ist hier schon auch nach unten hin schwach geworden, dann kam der Bruch unten raus und wir sehen jetzt hier in diesem Verlauf, ich möchte das mal ganz kurz grob skizzieren, einfach mal das, was hier von oben grob skizziert nach unten kam, also dieses Bild hier sozusagen und da sehen wir, wie der Abwärtstrend hier im Gange ist. Und da sehen wir auch die Potenziale, die wir zur Unterseite haben. Also von hier, wenn sich das Ganze fortsetzt, das Anlauflevel hier unten an dieser Stelle. Und dann selbsttretend unten die Marke hier, der Aufkaufbereich um die 21. Das ist das, was wir jetzt da sehen. Für die kurzfristigen Händler könnte es durchaus interessant sein, allerdings trotz alledem eine Umkehr zu treten, falls ja. Falls der Markt sozusagen ähm, das Ganze hier hergibt, wenn wir uns mal da den letzten Schwung nach unten anschauen, also das letzte kleine Stückchen, was wir hier mit sehen in diesem Bereich, also das, was sich hier nach unten schwingt, ist ja auch etwas, das ist sozusagen ähm, nach der kleinen Korrektur hier in dem Bereich von 25,40 wieder nach unten drückt an dieser Stelle. Das sind die Marker, die wir hier unten nach da haben. Und sollte es hier tatsächlich zu einer korrektiven Phase kommen, für die kurzfristigen Trader schaue ich das Ganze nochmal eben im 5-Minuten-Chart an. Das heißt, das, was wir hier jetzt sehen, wäre mal hier der Ablauf nach unten hin und wenn wir uns das Ganze mal eben im kleinen Bereich auch anschauen wollen, dann sehen wir diesen Ablauf nach unten hin natürlich auch schön im 5-Minuten-Chart, dann sehen wir den Trend auch nach unten laufen und wir sehen hier erst einmal eine schöne, weite Auflaufbewegung und jetzt wird es halt interessant, im 5-Minuten-Chart, was passiert hier um die Marke von 23,2 40, 43, wenn wir tatsächlich dort drüber laufen, das heißt, der Markt anfängt ja auch zu trenden, wäre das ein gutes Signal für eine leichte Gegenbewegung. Und Anlaufpunkte sehen wir hier auf der Oberseite dann natürlich tatsächlich auch drin hier das Zwischenhoch bei 23, 75 wäre mal da. Dann der große Ausbruchsbereich hier oben bei 24. Also für die Korrektur ist auch einiges gegeben. Für die aktiven Trader ist das, denke ich mal, ein Umfeld, mit dem man durchaus, wenn man gut wartet, den ein oder anderen Trade mit auf die Uhr nehmen kann. Das zum Silber. Ich freue mich sehr über die Frage. Ansonsten haben wir keine weiteren Fragen. Das heißt jetzt an dieser Stelle noch kurz der Blick in den DAX, die US-Indizes, wie ich schon gesagt, sind ja gestern etwas nach oben gelaufen, etwas in die Erholung auch reingegangen. Und das sehen wir mittlerweile auch im DAX, wenn wir uns den DAX mal anschauen wollen. Hier der starke Abverkauf nach unten hin. Gestern dann ein Tag mit leichten Anstiegen. Heute läuft es hier Stück für Stück wieder auch nach oben. Was sind wichtige Marker zur Oberseite? Zur Oberseite sind wichtige Marker natürlich jetzt psychologisch wichtig. Erst einmal hier oben der Bereich um die 12.800-Punkte-Marke. Und das sehen wir hier oben, das ist auch dieser Schwungbereich. Ich gehe mal ganz kurz hier für den DAX auch in den Stundenchart mit rein, ähm, dass wir das mal anschauen können. Also hier die 12.800 in diesem grünen Feld, ehemals grünes Feld, das müsste ich jetzt eigentlich rot machen. Ähm, da sehen wir ganz klar, ähm, dass wir hier die Bereiche haben, die durchaus wichtig sind. Ähm, wenn wir uns den Trendverlauf der Stunde mal mit anschauen, und das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Dann sehen wir halt aktuell einen Marker, den man mit beachten sollte für die positive Tendenz. Und zwar ist das der Fakt, dass wir hier eine ganze Weile oben auf diesem Level hier, in diesem Bereich hier, verharrt haben, sozusagen. Also die 12.700-Punkte-Marke. Die haben wir jetzt zurückerobert. Hier gab es auch so ein schönes, äh, sag ich mal, Kontraktionsmuster äh, drunter. Das heißt, der Markt ist hier sozusagen Stück für Stück rangelaufen und hat zum Schluss hier auch so ein schönes Dreieck nach oben hin gemacht. Das ist eher bullisch als bärisch zu sehen. Ne? Und jetzt sehen wir halt, die Korrektur läuft weiter und hier ist auch ein kleiner Bereich, ein kleiner, wichtiger Bereich, ist zwischendurch rausgenommen worden, nämlich hier drüben die Marke von 12.730. Das ist positiv. Und wenn wir den jetzt weiter im Fortlauf nach oben hinlaufen, sehen, haben wir die Chance. Die Gegenbewegung zu bekommen. Ich sage jetzt aber mit Absicht die Gegenbewegung, weil das, was jetzt zuletzt auf dem Tageschart passiert ist, das braucht schon ein bisschen mehr, um das Ganze rauszunehmen. Und das, was wir jetzt sehen, sind nur die ersten Tendenzen sozusagen für eine Gegenbewegung. Wichtig zu sehen wird erst einmal sein, was passiert hier bei 12.800 Punkten. Erobert der Markt diese Marke wirklich deutlich zurück, dann haben wir Chancen weiter nach oben zu laufen. Ansonsten müssen wir hier erstmal konstatieren, der Markt ist angeschlagen, die Ganz klare Richtung auch auf tagesbasis, <laughs> wenn wir das mal so sehen wollen, die zeigt momentan definitiv erst einmal nach unten hier. Ich zeichne es mal eben ganz kurz ein, schaut hier der erste Bewegungsschub. Ein tieferes Hoch und jetzt den Schub nach unten. Das heißt, da trennt es erstmal so ein bisschen nach unten. Und wie schon gesagt, hier das Rumgezappel um 12.800 Punkte, das muss erstmal weggenommen werden. Nach oben hin, der Abverkauf, dann, äh, der Kauf, dann haben wir gute Chancen, erstmal weiter hoch zu laufen. Passiert das nicht, prallen wir hier ab. Das wäre dann ein sehr, sehr starkes Zeichen für die Shortseite. Und dann können wir uns schon relativ flott nach unten hin orientieren. Das heißt, wenn das kommt, dann mal ganz klar heutiges Tagestief mit avisieren hier an dieser Stelle. Das heißt, hier unten, unten rein, wo das Low unten drinnen ist, vom heutigen Tagestief, das wäre dann erst einmal wirklich ein Marker, den man mit reinnehmen sollte. Das kleine Zwischentief hier unten auch ganz wichtig. Diese Dinge sind dann da. Und da kommt es dann drauf an, wenn wir von oben von 12.8 abprallen, dann kommt es auf die Tagesunterseite von heute an. Da ist Luft da und das können wir dann im Laufe des Tages mit erwarten, dass wir hier dort Setups planen können. Wie schon gesagt, die Punkte sind da. Aktuell sehen wir nur eine Gegenbewegung zu dem Kursrutsch. Und wenn die umkehrt, dann wissen wir, was los ist. Dann kommen die Bären zurück und dann können wir relativ schnell wieder neue Zwischentiefs sehen unter der Marke von 12.500 Punkten. Also da ist schon einiges im Kessel, was man da mit sehen kann. Das zum Dax und somit danke fürs Zuschauen. Allen einen interessanten und erfolgreichen Trading-Tag. Wir sehen uns morgen pünktlich um 8:30 Uhr zur Besprechung der nächsten Handelssignale. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.